Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem, ja, was weiß ich, neuen Projekt, neuem Video zu Mario Kart 8. Ah, lang ist her, dass bei mir mal wieder Content zu Mario Kart kam. Ich glaube, mittlerweile 3 Jahre oder so kam. Oder 4, ich weiß es nicht mehr, wann das letzte Mal Mario Kart 8 Content bei mir kam. Nun sind wir auf der Switch unterwegs mit Mario Kart 8 Deluxe und heute am 18.03. wurde der erste DLC-Pack des angekündigten DLC-Wellen zu Mario Kart 8 Deluxe. Insgesamt gibt es ja 6 Stück. Wir gehen einfach mal in den... Nee, gespiegelt will ich nicht spielen. 150 CTM machen wir einfach mal. Mein Main ist Rosalina, weil ist halt so. Und ja, hier sehen wir alle neuen Cups. Der goldene Turbo Cup, okay. Glückskatzen Cup, das sind die beiden, die ab heute erhältlich sind. Und die restlichen werden dann so nach und nach in diesem und nächstem Jahr wohl verteilt. Jeweils 2 Cups wohl pro Welle. Insgesamt gibt es 6 Stück. Passt ja auch hier jeweils 2 oben, also 6 Stück. Und da noch der Rest. Passt ja dann wunderbar. Und ja, hier sehen wir schon, die ersten Cups sind Paris-Parcours, also Paris-Parcours vom Mobile Mario Kart Tour. Die 3 der Toads-Piste, der N64 Schokosumpf und Kokospromenade von der Wii-Version. Und ja, ich denke mal, wir fangen heute einfach mal mit dem goldenen Turbo Cup an. Schau mal, wie sehr die NPC-Gegner hier uns nerven wollen mit irgendwelchen Items. Bei dieser Strecke muss ich jetzt tatsächlich sogar sagen, ich kenne sie nicht. Ich habe die Originalstrecke, also ich habe Mario Kart Tour nicht gespielt. Es ist also sogar ein Blind Mario Kart. Okay. Da wird man also angegriffen von diesen Piranhas. Und ja, wie gesagt, ich habe Mario Kart Tour nicht gespielt. Entsprechend habe ich keine Ahnung, wie der Streckenverlauf hier ist. Wo man hier Items verwenden kann. Toad, geh mir mal aus der Sonne. Nee, da komme ich, glaube ich, nicht lang. Also ja, die Strecke sieht auf jeden Fall bisher ganz schick aus. Würde ich mal sagen. Man muss sich halt noch dran gewöhnen. Nein! Blue Shell of Doom! Und ich hätte sogar die Tröte bekommen. So, jetzt sind wir safe. Wir haben die Tröte. Immerhin gibt es hier auch einen Richtungspfeil, der uns anzeigt, wo wir lang müssen. Und das ist jetzt ein neuer Weg, oder? Warte mal, fahre ich gerade zurück? Wo fahre ich hier lang? Die Strecke ist seltsam. Banane, rette mich, verdammt! Die Strecke ist wirklich seltsam in der letzten Runde. Kommen wir irgendwie
Ja, okay. Die hat sich also massiv verändert. Gut zu wissen. Weil das ist halt das Schöne, wenn man mal etwas komplett in Mario Kart blind. Ich kann in Mario Kart etwas blind spielen. Oh mein Gott. Okay, die restlichen Strecken kenne ich, glaube ich. Die auf jeden Fall. Die hier kenne ich auf jeden Fall, denn die 3DS-Version habe ich gespielt. Du bist doch scheiße, Roy. Ja, ich habe Mario Kart 8 Glück selber ist eigentlich schon länger nicht mehr angerührt, muss ich sagen. Ich habe es hin und wieder mal gespielt. Ich habe hier, glaube ich, nicht mal überall den 3-Sterne rangeholt. Oh ja, dazu sagen. Ich habe nur ein 150 CCM, aber ein Spiegel oder 200 CCM, da fehlt er mir noch. Aber ich habe jetzt auch nicht so wirklich... Na, da hinten kommt schon wieder ein scheiß Blue Shell. Wie ich ihn hasse. Looper of Doom. Ja, ja, man kennt's. Der Looper, der eigentlich nie was bringt, aber egal. Und die scheiß Münzen mal wieder. Aber erst, wieso kriegt man die auf den ersten Platz eigentlich so häufig? Auf den ersten Platz braucht man Verteidigungs-Items. Banane, Panzer oder sonst irgendwas. Oder keine verdammte Münze. Warum gibt es die in diesem Spiel? Es ist so unnötig. Der Schokosumpf. Gut, an die N64-Strecken, muss ich tatsächlich sagen, habe ich gar nicht mal mehr so die Riesenerinnerung. Ich habe zwar sogar LP'd mal. Okay, die Strecke haben sie, glaube ich, doch ein bisschen ver... Wow, guter Snipe. Beschinski? Respekt. Ja, die Strecke haben sie ziemlich geändert, glaube ich sogar. Gibt es hier irgendwo... Verdammt. Ja, ich wollte gerade sagen, gibt es hier irgendwo vielleicht einen Punkt, wo man... Ey, warum kriegen die eigentlich immer einen scheiß Red Shell, wenn man gerade auf 1 kommt und kein Item mehr hat? Jedes Mal das Gleiche. Naja, meine Zeiten in Mario Kart, wo ich noch versucht habe, competitive zu spielen, sind sowieso rum. Schon wieder ein verdammter Red, Blue. Ich komme meine Farben schon durcheinander. Geh mir aus der Sonne. Und deshalb spiele ich, wenn ich mal gegen Computergegner spiele, weil ich habe keinen Online-Modus auf der Switch. Momentan zumindest. Vielleicht wird sich das nur ändern. Mal gucken. Naja, da spiele ich tatsächlich meistens ohne Items. Halt nur mit Münzen und sowas. Danke, Flapflaps. Habt ihr gut gemacht. Schönen Yoshi. Münze. Schön den Yoshi blockiert. So gehört sich das. Ja, das letzte Mal, dass ich noch groß Zeitfahren und sowas gemacht habe in Mario Kart, war in der Wii U-Version. Hier habe ich mal hier und da ein bisschen versucht, ein paar Zeiten aufzustellen, aber
Ja, so wirklich. Die Motivation habe ich einfach nicht mehr, mich da dran zu setzen. So, die Strecke, die ich wahrscheinlich am besten noch kenne, von den vieren hier. Ja, Schinski! Und die Strecke, die auch auf dem 3DS-Teil rauskam, ne? Ich komme meinem Mikrofon immer näher, weil ich es nicht sehe. Ich glaube, Mario Kart 3DS, also auf dem 3DS, also Mario Kart 7. Die Autos bewegen sich ja gar nicht mehr. Warum nicht? Voll der Noob-Support. Voll der Noob-Support hier. Ja, Mario Kart 7 allgemein war auch für mich das Mario Kart. Okay, die Rampe lohnt sich irgendwie nicht so wirklich. Wieso kriege ich kein Item? Ich hasse euch. Mario Kart Wii war so der Mario Kart-Teil, den ich auch am meisten gezockt habe. Auch im Zeitfahren. Ey, jetzt hört doch mal auf mit eurem Rumgecheate hier, ey. Meine Güte, so langsam ist es doch ein bisschen übertrieben. Daneben kann man noch eine Abkürzung nehmen, auch nur mit Pilz. Normalerweise. Also so manche Rampen hier sind. Wo kommst du jetzt her, Pilzkopf? Pilzkopf, ich krieg dich noch. Nein! Oh. Das war knapp. Das war schon wieder so der obligatorische Plusche vom Ziel, ne? Deshalb spiele ich nicht die Grand Prix-Modus gerne. Zumal man die 3 Sterne bringen einem hier nichts. Yay, ich habe 3 Sterne. Die Sterne bringen einem einfach nichts. Das ist die Sache. In Mario Kart Wii und in Mario Kart 7 hast du die wenigstens online noch gesehen. Die Sterne. Über deinen Namen dann halt. Aber hier? Nö. Also eigentlich macht es keinen Sinn, die hier zu nutzen. Man ärgert sich hier nur über die NPC-Gegner, ja. Wie man ja gerade gesehen hat. Ohne eher rumgecheatet sind die nämlich keine Gegner. Und die kann man easy besiegen. Na gut. Ich denke mal, ich werde es wieder so machen, jeden Cup in einem Part. Und daher war es dann mit Mario Kart 8 Deluxe für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein Feedback da, positiv und negativ, bleibt euch belassen. Wir haben mit einer kleinen Bekundung, was gefallen hat und was nicht. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet. Wenn wir dann den zweiten der DLC Cups spielen. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.